Vortrag und ich bin die Mensa hier in der OCD. Veganes Essen, aber es wird auch veganes Essen geben und das wird dann auch auf dem Speiseplan stehen. Ansonsten zur Auswahl haben wir immer noch Wraps, die sind zum Beispiel vegan. Warme Mahlzeiten gibt es ab der zweiten Pause und ab der dritten Pause. Es wird immer ein Fleischgericht zur Auswahl geben und ein vegetarisches oder ein veganes. Und wenn es Schweine gibt, dann werde ich das im Essensplan mit aufnehmen, dass das jeder sehen kann. Aber ansonsten gibt es Rind oder Hähnchen. Ja. Momentan haben wir zwei Gerichte zur Wahl. Wenn noch mehr Schüler essen kommen würden, würden wir eventuell noch ein Spontangericht einbauen. Also wir haben allerlei Snacks, Donuts, Wraps, vegan, dann haben wir Obst, Joghurt, belegte Brötchen, ja, allerlei. Toleranz haben oder Allergene, können im Essensplan nachschauen, was für Allergene im Essen drin sind und auf ein anderes Essen ausweichen. Mein Name ist Martin Giesenhagen, ich unterrichte die Fächer Mathematik und Physik. Das aktuelle Angebot in der Mensa ist großartig. Ich bin sehr zufrieden. Kaufen tue ich mir tatsächlich täglich eine warme Mahlzeit. Und dazu muss ich zugeben, schwanke ich häufig noch zwischen einem leckeren Wrap oder aber auch einem Fruchtjoghurt. Ich mag es einfach, an dem Ort, wo ich so viel Zeit verbringe, auch meinen Mittag zu essen.